dann hat es doch eben gerade angefangen mit dem grossen Aufschlag. Und dann hatte ich das Gefühl, da habe ich fast die Schultern ausgekugelt, für das ich überhaupt den Rekord schaffe. Ich bin jetzt gespannt, ob jemand auch meinen Rekord noch kennen wird in dieser Woche. Ist schon geschlagen worden? Oh nein, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, oder? Nein. Mir ist eben wichtig, dass wir eben den normalen Kontakt suchen und auch finden. Und ich bin froh, bin ich eben heute hier im Etlihof auch zu Mittag essen. Also dir werden ja fast schon eben mystische Qualitäten geben, was du alles sollst können und was du alles machst. Aber irgendwo muss ja auch Schwächen geben von dir, und wir sind ja da in einem sehr privaten Rahmen. Also, das ist so, ich meine, ja. Zumindest irgendwie Platzangst oder Höhenangst oder irgendetwas. Gibt es da etwas, wovor du Angst hast? Ja, ich habe von vielen Sachen Angst. Spinnen vielleicht, oder? Ja, Spinnen muss es auch nicht sein, oder? Also es gibt da genug Viecher und so, wo es nicht müsste sein. Ja, ich freue mich schon auf die Zeit. Jetzt bin ich zum Beispiel in Disney World mit den Kleinen, und da bin ich froh gewesen, bin ich nur auf die kleinen Bahnen gegangen mit meinen Kindern und nicht auf die grossen Achterbahnen. Weil das, weiss ich nicht, ob ich das aushalte. Skydiving, Bungee Jumping geht gar nicht, oder? Was bringt das für Vorteile, so berühmt zu sein, und was für Nachteile? Privatsphäre gibt es ja eigentlich nicht mehr. Das ist das eine. Das Schöne ist natürlich sicher, dass du gerne gesehen wirst, dass du viel Unterstützung bekommst. Und es kommen sehr viele Leute zu mir natürlich, die sagen, eben, es ist mega, dich zu treffen. Das tut natürlich schon irgendwo gut. In dem ganzen Stress und in dieser surrealen Welt, in dieser Großstadt, mit dem ganzen Reisen und mit dem ganzen Druck, den es gibt, darf ich nicht vergessen, wo ich eigentlich Tennis spiele. Wir haben probiert, so viel zu gehen, so viele Möglichkeiten zu geben, den Leuten zu treffen. Im Etlihof haben mir am meisten gefallen die Leute, die so spontan zu mir angelaufen sind und sich so gefreut haben, dass ich da bin. Die, die ich nicht getroffen habe, es tut mir leid. Vielleicht nächstes Mal wieder. Und hoffentlich können wir es schon wieder bald machen.